So hat sich die Schauspielerin und Sängerin Trude Herr ihre Heimkehr nach Köln nach vielen Jahren in der Fremde sicher nicht vorgestellt. Heute wurde die Urne mit ihrer Asche auf dem Kölner Nordfriedhof beigesetzt. Was hätte Trude Herr dazu gesagt? Vielleicht das hier. Wenn man Abschied nimmt, geht's nach unbestimmt, mit dem Wind die Welt bewegen. Sing mein Fernweh, wenn die Straße zieht, es riecht nach Teer, Hals und Meer. Trude Herr hat sich verabschiedet, für immer. Die Karriere als kölsches Original war ihr nicht in die Wiege gelegt. Ihre Kindheit war überschattet vom Naziregime. Ihr Vater wurde als Kommunist verfolgt. Ende der 40er Jahre entdeckte sie Willy Milowitsch. Sie war eine Verkleidungskünstlerin. Mit ihren 160 Pfund und nur 156 Zentimetern Körpergröße wirkte sie komisch. In den biederen 50er und 60er Jahren spielte sie in über 100 Filmen die dralle kölsche Nudel. Damals sang sie ihr berühmtes, frivoles... Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. So viel Harmlosigkeit, das war nicht ihre Welt. Ihre Texte waren ein Spiegelbild ihrer Gedanken. Boulevard und Bauerntheater, das wollte sie nicht spielen. Selbstgeschriebene Komödien mit Tiefgang, mit sozialkritischen Ansätzen im eigenen Theater, das war ihr Traum. 1977 ging er in Erfüllung. Sie spielte die untreue Ehefrau, die Stadtstreicherin Lena und die schlampige Alte und füllte im Kölner Fringsviertel den Saal bis auf den letzten Platz. Sie kümmerte sich um alles, überließ nichts dem Zufall und wenig dem Regisseur. Heute auf dem Kölner Nordfriedhof. Trauerfeier für Trude Herr. Ein ungewöhnlicher Abschied. Kein Geistlicher, kein Weihwasser, kein Kreuz, keine Fürbitten. Das entsprach ihrem Weltbild. Sie war Atheistin. Um ihre Urne versammelt sind die Menschen, die sie liebten, die Menschen, die über sie lachten und weinten, denen sie ihre Freundschaft schenkte. Wir nehmen Abschied, wir möchten ihr danken und sind doch nur hilflos traurig. Vielleicht sieht sie uns mit ihrem todernsten Gesicht amüsiert zu, vielleicht hätte sie uns mit einem Witz geholfen. Die wenigen Verwandten. Schwester Agi und Nichte Gigi. Die Freunde. Manfred Schmidt, Medienberater. Willy Milowitsch. Gerard Schmidt, Publizist. Angèle Durand. Und, wer darf nicht fehlen, der schrille Hermann Götting. Ich bin Fan von ihr. Ich habe sie als Schauspielerin, ich habe sie als toll gefunden. Sie hatte das Herz am rechten Blick. Sie hat Worte gebraucht und Sätze gebraucht, die manche nicht mögen, aber es ist die Wirklichkeit. Das Volk von Karl im Severinsviertel, nee, die sagte nur Drutsche, die, also liebevoll genannt. Nee. Das Volk von Köln nahm Abschied von ihrer Volksschauspielerin. Auf dem Nordfriedhof wimmelte es von Menschen. Fast 3000 sind gekommen. Drutsche, auf eins bin ich ein bisschen stolz. Dass du mal bei mir angefangen hast, Theater zu spielen. Wir gehen alle den gleichen Weg. Wir sehen uns mal wieder. Abschied von einer Urkölnerin mit einem kölschen Lied. Und in der Dom, so für der Stamm, möchte ich dir weg, ob Helmann schenke, ich möchte vor.